Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Katja und ich lade euch herzlich ein zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog. Heute habe ich für euch ein paar Infos. Wie versprochen war ich beim EVO, das ist der Stromversorger hier in Offenbach. Und ratet mal, was unser neuer monatlicher Abschlag sein wird. Setzt euch lieber hin, bevor ihr umfällt. 1.890 Euro. Ihr habt euch nicht verhört, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 1.890. Das ist unfassbar, Leute. Das ist einfach, also, dass es hirnrissig ist, ist noch zu untertrieben. Ich, als ich das gehört habe, ich dachte, ich kippe rückwärts um, gut, dass ich schon saß. Ne? Sonst wäre es passiert, weil die Info habe ich Gott sei Dank zu Hause bekommen. Also ich war beim EVO, da war es zu. Also die haben eine Arbeitszeit bis 1 Uhr. Ich hatte irgendwie in meinen Träumen mir überlegt, dass man auch vielleicht bis 3 arbeitet. Nein, sie arbeiten nur bis 1. Nur an einem einzigen Tag arbeiten sie bis 1 und dann wieder ab 14 bis 6. Aber der Tag, der geht bei mir leider nicht. Das ist der Donnerstag. Dann dachte ich, okay, ich rufe die Service-Hotline an, habe dort angerufen, habe gesagt, ja, so und so, ich habe noch keinen Abschlag bekommen. Und der Mann war tatsächlich sehr freundlich, hat gemeint, oh, Sie sind aus Versehen in zu diesem Preisdeckel dazugekommen, aber da gehören Sie ja gar nicht hin, ne? Weil Sie verdienen das nicht. Sie verdienen genug als Erzieherin, dass Sie sich das leisten können. Das ist nur für die, die entweder nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Also für die, die nicht arbeiten können, aus gewissen Gründen habe ich Verständnis. Aber für die, die in der Nase bohren und einen Job von links nach rechts wälzen, und habe ich kein Verständnis. Nein, ich habe kein Verständnis, warum da man alle Kosten übernimmt und wir das zahlen dürfen. Okay, aber naja, das beiseite, das ist ein anderes Thema. Hat mich nebenbei aufgeregt. Aber ja, okay, ich bin ja bereit, meine Sachen zu zahlen, die ich verbrauche. Es geht ja nicht darum, dass ich was umsonst haben möchte. Hat gemeint, ich mache Ihnen die Rechnung fertig. Bis Sie zu Hause sind, haben Sie die Rechnung, vielleicht spätestens morgen. Bis ich zu Hause war, hatte ich tatsächlich auch die Rechnung. Ich saß, machte sie auf und rief nur, Vicky. Weil mir wären schon fast die Tränen gekommen. Das sind, sagen wir mal, aufgerundet 2.000 Euro. 2.000 Euro nur für Gas und Strom. Leute, wer verdient so viel? Ich habe hier nicht ganz Offenbach beleuchtet und gewärmt, dass ich so viel zahlen muss. Vicky hat gemeint, okay, entspann dich, beruhig dich, wir rufen gleich an. Das ist gut an der Partnerschaft, wenn der eine sich aufregt, bringt der andere ihn runter. In diesem Fall war es die Vicky, die hat mich ein bisschen dann runtergebracht. Ich gucke auf die Uhr, ich muss zum Yoga. Ich habe euch aber versprochen, dass ich euch das erzähle, und bevor ich es vergesse, mache ich das jetzt. Ich muss mal kurz die Hand wechseln, die tut mir gerade weh schon. Ja, und wir haben da angerufen, die Dame am Telefon war auch genauso nett wie der Mann, also im Sinne, das ist ernsthaft nett. Die wissen auch nicht, was da läuft, ne? Also die Mitarbeiter tun mir echt leid, ich glaube, die kriegen lauter Beschwerden dort. Und ja, die hat das jetzt alles neu kalkuliert, neu berechnet, und der Abschlag liegt bei 272 Euro monatlich, was schon ein happiger Preis ist, aber weit entfernt von den 2000. Also meine Fresse, es tut mir leid für mein Französisch jetzt, weil das ist einfach, also da fehlen einem die Worte, wenn man diesen Betrag hört. Ja, gut, neuer Abschlag jetzt für euch. Man kann sich entspannen, 272 Euro. Ja, das ist okay, kriegen wir hin. Ja, und gerade war der Hermesbote da, der hat uns das Paket gebracht, meine Tabletten, die ich bestellt habe, die zeige ich euch aber nachher, denn ich bin zwar schon fürs Yoga hier gedressed, aber ich gehe noch mal ins Bad, bevor ich losgehe, und
Wenn ich zu Hause bin, dann wollte ich noch was kochen. Und wenn dann noch Zeit bleibt, dann zeige ich euch, was ich hier gekauft habe. Vielleicht packe ich es jetzt schon mal aus, damit ich später nicht wursteln muss. Und dann zeige ich euch, was ich mir bei der Apotheke bestellt habe. Okay, meine Lieben, bis gleich. Hallöchen aus dem nächsten Tag. Also ich habe gestern dann doch nichts mehr gefilmt. Ich wollte kochen, ich habe auch nichts mehr gekocht. Nicht, weil ich keine Kraft hatte, sondern ja, ich habe einfach mein Buch weitergelesen. In der Küche habe ich einfach keine Lust gerade zu kochen. Diese Spülmaschine, die dann so nach vorne steht, dieses Chaos, das verursacht so viel Stress in mir. Ich bin ja sowieso ein total empfindlicher Mensch, was so Ordnung angeht. Und dieser Anblick, nur dieser Anblick, für die, die es vergessen haben, ich zeige euch gleich, wie es aussieht, nur dieser Anblick macht mich fertig. Ich kann einfach nicht da reingehen und in Ruhe irgendwas zubereiten. Schaut euch das mal an. Also, das ist einfach, also ich weiß nicht. Wer hat da echt Lust zu kochen? Ich weniger. Das sah so schön aus, als ich das hier so dekoriert habe. Und jetzt, wenn ich reinkomme, ja, man kann sie natürlich zurückschieben, aber wir schieben sie nicht zurück, weil sie halt echt schwer ist und dieser Boden reißt, weil nicht, also der ist eh nicht der neueste, aber ich versuche das so wenig wie möglich eigentlich zu beschädigen, weil wir wollen was drüber kleben und sobald da Risse drin sind, ist das auch nicht so gut. Ja, gut, das stört mich so sehr. Heute habe ich die Benachrichtigung bekommen, dass der Schlauch versandt wurde und wir warten jetzt, dass der kommt. Ich habe extra bei AEG bestellt, in der Hoffnung, dass da die Qualität gut ist. Wobei da war die Qualität auch recht gut. Das hat ja 11 Jahre gehalten, ne? Aber ich wollte euch ja zeigen, was ich in der Apotheke bestellt habe. Aber da habe ich auch einen Fehler gemacht, leider. Also zwei Sachen sind nicht gekommen, die ich bestellt habe. Ich habe zwei Kopfschmerztabletten, zwei Päckchen von Kopfschmerztabletten bestellt, die sehr, sehr gut sind. Ich kann euch auch gleich sagen, wie die heißen. So, wartet mal, ich suche. Ach, da sind sie. Und zwar diese Sinophen mit Ibuprofen und Paracetamol. Also die wollte ich haben. Schaut mal, wie günstig das sind. Das sind 40 Stück dann insgesamt für 11,83 €. Apropos, wenn wir schon da sind, dann zeige ich euch einfach die Preise von dem Ganzen. So, da sind wir. Also für Vicky bestelle ich immer diese für die Migräne. Sie hat zwar nicht oft, aber wenn sie welche hat, dann ist das gut. Dann bestelle ich mir immer Bioderma. Und das sind zwei Flaschen, also 1 Liter, ne, insgesamt. So, das. Sorry. Mein Telefon klingelt. Für 26 € aufgerundet jetzt. Dann habe ich Vitasprint bestellt und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte diese Fläschchen zu trinken. Was habe ich bestellt? Tabletten. Das kam leider nicht mit. Also da muss ich nochmal nachfragen, wie das mit der Bezahlung ist. Und Vicky nimmt immer, wenn sie krank ist, den Night, diese von Vic. Und ich trinke immer das hier. So, das war's. Also insgesamt beläuft sich es dann auf 89,65 €. Aber dann müssen, wie gesagt, die Tabletten da raus. Dann gehen wir hier rüber. Jetzt habt ihr ja auch alles gesehen. So, das ist das, wie es gekommen ist. Das ist nur als Reserve gedacht, habe ich das jetzt, dass wir das da haben. Mein Medi-Night in der Großformatpackung. Ich trinke das auch in Notfällen. Normalerweise lasse ich den Körper selber arbeiten, aber es gibt solche Tage, wo man. Sorry, wartet, ich mache mal hier den Ton jetzt aus, sonst klingelt es permanent. Wo man, sagen wir mal, wegfahren muss oder was vorhat. Und man muss halt einfach fit sein und dann nehme ich sowas. Das ist mein absolutes Lieblingsmicellenwasser. Ich liebe dieses Micellenwasser und ich habe euch ja vor sehr lange Zeit gesagt, dass sobald ich in der Apotheke bestelle, ich mir das Micellenwasser auf jeden Fall mitbestelle. Aber nur wegen dem Micellenwasser wollte ich keine Bestellung machen. Dann diese Migränetabletten, also Vicky meint, die wären gut. Ich habe keine Ahnung. Und da ist mir der Fehler passiert. Ich habe einfach nicht hingeschaut. Ich dachte, das sind die Fläschchen, aber es sind leider Kapseln und ich habe es jetzt nicht zurückgeschickt. Ich dachte, das war ja mein Fehler. Habe ich falsch bestellt, jetzt werde ich den durchnehmen. Da muss man aber dreimal am Tag eine nehmen. Gucken wir. Ja, ich wollte die haben, die die Olga auf ihrem Kanal gezeigt hat, aber jetzt habe ich die hier. Naja, gut, das nächste Mal, wenn ich sie ausgetrunken habe, bestelle ich dann die richtigen. So, hier,
Das kriegt man immer so geschenkt, aber ich benutze das nie. Bis jetzt habe ich es nie benutzt. Ja, 12% Rabatt für was? Hagelshop. Kennt das nicht. So, also falls jemand braucht, hier bitte schön einen Gutschein für euch. Könnt ihr euch abfotografieren. Ah, das brauche ich. Das brauche ich für die Shop-Apotheke. Das behalte ich oder ist es nur für neue Kunden? Ab einem Bestellwert von 59. Na, das behalte ich. Das brauche ich. Das werde ich was bestellen auf jeden Fall. Und das da, das brauche ich nicht. Da bestellen wir auch nie was. Ja, gut. Das war meine Bestellung. Ja, der Alltag, der geht weiter. Ich bin von der Arbeit gekommen. Ich mache mir jetzt einfach einen Kaffee. Und dann warte ich, bis Vicky da ist. Und dann gehen wir zum Yoga. Also alles dasselbe. Heute werde ich auf jeden Fall kochen, weil wir haben nichts mehr, was wir essen können. Und ich wollte noch Obst schneiden. Verzeiht mir, dass ich in der Küche jetzt nicht mehr so viel filme, bis die Küche dann wieder hergestellt ist. Weil mir ist es einfach nicht bequem und ich fühle mich absolut unwohl in so einer Küche. Also ich weiß nicht, wie es euch denn geht. Seid ihr denn da so, dass ihr die Ordnung braucht oder könnt ihr auch in jedem Zustand kochen? Das ist keine Wertung, sondern ich habe da so ein inneres Problem damit. Ich kann tatsächlich auch nicht schlafen gehen, wenn das Geschirr irgendwie dreckig in der Spüle steht. Ich muss das unbedingt wegräumen, entweder in die Spülmaschine, wenn die läuft, muss ich es abspülen. Das Einzige, was ich manchmal kann, ist so eine Tasse stehen lassen. Ja. Aber das auch eher selten, weil das ist ja nur ein Handgriff, um das zu spülen. So, meine Nägel sehen super aus. Ich bin richtig zufrieden mit diesem Nagellack. Das sieht wirklich sehr natürlich aus. Das könnt ihr jetzt in die Kamera nicht sehen, aber ich will die Kamera jetzt auch nicht umdrehen. Sieht wirklich sehr natürlich aus, so als ob ich einfach ein bisschen Nagellack drauf hätte und nichts Künstliches. Also das ist ja Shellack, das drauf ist, aber ich mag das gerade sehr. Und wenn es rauswächst, wie sieht man es nicht? So, zu meiner Kopfhautbehandlung. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie was merke oder gar nichts merke. Ich weiß es nicht. Kann das jetzt noch gar nicht beurteilen. Ich glaube, also den Haaren hat es auf jeden Fall nicht schlecht getan, denke ich mir mal. Weil so viele Öle und so. Und der Kopfhaut hat es bestimmt auch nicht schlecht getan, so die obere Schicht ein bisschen abzutragen. Ich vermute, es ist auch sowas, was man häufiger machen muss, damit man merkt, dass es besser wird als vorher. Aber ich habe grundsätzlich wenig Probleme mit meiner Kopfhaut oder mit meinen Haaren. Ja, habe ich selten Probleme. Nur, dass die manchmal so bei solchem feuchten Wetter, wie es jetzt die letzten Sommerwochen war, das habe ich glaube ich auch gesagt, so puschelig werden, die kriege ich noch nicht mal mit einem Dings, also mit einem Glätteisen gut gebändigt, weil die einfach viele und dünn sind, dann sind sie so puschelig weich. Und ich benutze aber auch gute Sachen, also Sachen, die mein Haar nicht austrocknen, sondern ihm Feuchtigkeit geben, ist ja auch okay so. Es werden andere Heizungsmonate kommen, wo die Haare auf jeden Fall austrocknen. Nun gut, meine Lieben, was ich anhabe, ich habe meine breite Hose vom Shein an und auch dieses Oberteil, also dieses Shirt vom Shein an. Ich habe meine Uhr an. Ohrringe, die sind so alt, ich weiß gar nicht. Die sind super alt. Die hatte ich irgendwann mal, also 8 Jahre, 7 Jahre, wenn nicht mehr, vom C&A gekauft oder vom Rewe. Ich weiß es gar nicht mehr. Die sind sehr, sehr alt, aber die halten noch. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal guten, echten Schmuck haben. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe wenig echten Schmuck. Ich muss mich da mal erkundigen. Und was vielleicht sinnvoll wäre, wir haben mit Vicky Eheringe. Aber damals, als wir geheiratet haben, war das Geld nicht so in Strömen vorhanden. Und wir haben uns tatsächlich, preiswertere geholt. Die hatten so eine Versilberung obendrauf, also so ein Silberschnee, der ist komplett ab. Und wir feiern bald 10-Jähriges. Vielleicht machen wir uns eine schöne Überraschung, dass wir uns, also, oder Geschenk für uns, dass wir uns neue Ringe schenken. Aber da schaue ich mal, was man so finden kann.
Ich gucke immer hier hin, weil hier die Nachrichten einfach kommen. Sorry, dass meine Augen so hin und, weil ich ja aufs Handy filme und wenn hier eine Benachrichtigung kommt, dann geht mein Auge automatisch mit. Ja, weil wir bald Zehnjähriges haben und es muss ja nicht zum Zehnjährigen sein. Wenn ich vorher schon was finde, dann gibt es vorher was. Und ja. Und ein, zwei echte Ketten vielleicht oder sowas. Weil manchmal, also Modeschmuck ist gut, aber manchmal möchte man einfach was anderes haben. Also falls ihr irgendeine Marke mir empfehlen könnt, könnt ihr es gerne nach unten schreiben. Irgendwas, was ihr kennt, wo ihr sagt, die haben schöne, feine Sachen, die gut aussehen. Aber ich lasse mir da Zeit. Ich will einfach schauen. Es muss ja auch preislich gut sein. Ja, preislich zu uns passen, ja. Ihr habt ja gehört, was gestern ich für einen Schock hatte mit der Nachtzahlung. Das war eine reine Katastrophe. Also da erhole ich mich immer noch davon. Wenn ich Spätfolgen habe, muss wahrscheinlich EVO dafür aufkommen. Das ist der Energieversorger. Und heute hat mir eine Kollegin einen Strom- und Gasanbieter genannt. Den habe ich hier sogar mit, den sie mir empfehlen kann. Heißt Vattenfall. Also, falls jemand das auch kennt, könnt ihr mir gerne schreiben. Aber das Video kommt für euch ja eher so etwas später raus. Vielleicht haben wir bis dahin das Problem ja auch schon geklärt. Also, vielleicht haben wir den Stromanbieter gewechselt. Vielleicht bleiben wir auch da. Weiß ich nicht. Muss ich mit Vicky auf jeden Fall besprechen, wie wir das machen. Weil das ist einfach. Also, solche Fehler dürfen nicht unterlaufen. Solche Fehler dürfen einfach, glaube ich, nicht unterlaufen. So im Nachhinein, ja. Was macht jemand, der keine Ahnung hat, der nimmt und oder gar nicht reden kann oder ich weiß nicht, eine alte Omi, die ihre E-Mails nicht kontrolliert, schicken sie auch noch per E-Mail. Ja, gut. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und wir gucken, was als nächstes in diesem Vlog passiert. Ich selber weiß es nicht, weil Arbeitswoche ist Arbeitswoche, da ist nichts geplant. Also wegen der Freizeit. Mädels und Jungs, da bin ich wieder. Ich bin so dermaßen enttäuscht. Ich hole mir mal kurz mein Stativ. Ich habe gerade das Paket von Electrolux oder wie das heißt. Auf jeden Fall unser Schlauch, den ich bestellt habe für die Spülmaschine, ist da. Das ist der falsche Mann. Und dabei habe ich echt darauf geachtet, dass es, also da stand für dieses Modell, also für unsere Spülmaschine ist das, jetzt müssen wir, und morgen kommt schon der Adeline, also die ganze Woche rede ich jetzt nichts mehr anderes. Ich glaube, das Video, also heute werde ich das Video einfach auch beenden, weil es passiert gerade gar nichts. Es passiert gar nichts. Und das ärgert mich, dass das nicht funktioniert. Ich habe den Schlauch bestellt und unser Schlauch ist einfach von der Öffnung, also das, was wir brauchen, was da jetzt so drauf kommt, ist breit. Da ist dieser. Ich habe ihn schon ausgepackt und leider musste ich den Rückversand auch selber bezahlen. Ich habe den gar nicht hier rausgeholt. Diese Öffnung ist leider einfach viel zu eng. Das wird nicht da drauf passen, wo es hin soll. Und es soll hier hin. Also, wartet mal. Also, so breit muss es sein. Ihr seht, also schon jetzt, wenn ich meine Hand da vorhalte, ist es auf jeden Fall viel, viel breiter. Also, die Farbe spielt jetzt keine Rolle. Es ist halt eine andere Farbe. Aber leider in den ganzen Anleitungen dazu, also zu diesen Schläuchen, stand die Breite nicht dabei. Ich meine, mit der Breite, das Durchmesser stand einfach nicht dabei. Das heißt, wir haben, also egal wo ich geschaut habe, es stand nicht dabei. Da standen die Modelle und für welche Spülmaschinen das geeignet ist. Und ja, ärgerlich. Vicky wird morgen zum Baumarkt nach der Arbeit fahren. Ich kann leider nicht, weil ich bis 4 Uhr arbeite und ab 6 Uhr Yoga habe und ich würde ungern einfach absagen. Und ja, dann fährt sie hin, holt es. Ich hoffe, da gibt es sowas. Weil das da Leute, das regt mich so auf. Das ist einfach kein Zustand. Das ist kein Zustand. Nun gut. Ja, ich schneide mir jetzt das Obst hier für später, wenn ich vom Yoga komme. Ich habe das den Zweiteiler vom Shein an Rock und das könnt ihr gerade gar nicht sehen. Ich habe mir was drüber und meine schicken Hausschuhe. Ich habe mir die Schürze drüber gemacht, weil ich Angst habe, dass da ein Fleck drauf landet. Schneide mir jetzt ein bisschen Obst. Wozu habe ich jetzt Ständer geholt? Weiß keiner, ne?
brauche ich gar nicht. Ja, ich schneide jetzt einfach Obst und dann gehe ich zum Yoga. So viel Zeit ist gar nicht mehr. Okay, meine Lieben, das Video wird jetzt halt so sein. Diesen Ständer bringe ich jetzt einfach zurück. Mehr gibt es gerade gar nicht zu filmen, mehr machen wir gar nicht. Und ich hoffe, für das nächste Video habt ihr ein bisschen mehr. Schaut mal, was für hübsche Ohrringe ich anhabe. Das ist jetzt auch Modeschmuck. Aber ist okay. Ich habe mir jetzt schon auch angeschaut, wo ich Modeschmuck, echten Schmuck bestellen könnte, auch Ringe. Aber wenn wir uns was ausgesucht haben, was uns gefällt, also so, dann zeige ich euch auch das. Da müssen wir nochmal schauen mit Vicky. Ja. Okay, meine Lieben. Ich hoffe, so ein merkwürdiges Video, in meinen Augen merkwürdig, wo nicht viel passiert, wo ich einfach nur rede, hat euch gefallen, wenn es dem so ist. Aber das ist auch Leben, natürlich. Gebt uns gerne ein Like, ich freue mich über die Likes. Natürlich, dann weiß ich, dass euch das Video auch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, hat es euch halt nicht gefallen. Ja, ja, deswegen hat YouTube ganz viel Auswahl. Und ich beende das Video, denn ich vermute, in den nächsten Tagen passiert jetzt auch nicht mehr allzu viel. Falls was passieren sollte, würde ich auf jeden Fall die Kamera in die Hand nehmen und euch das für das nächste Video filmen. Okay, meine Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch Glück mit dieser Spülmaschine, dass wir das dann endlich hier weg haben und ich auch was aus der Küche für euch drehen kann. Mhm.